Hallo ihr wunderbaren Menschen, ich grüße euch ganz recht herzlich zu einem neuen Video. Habt Spaß! Ja, in diesem Video möchte ich euch meine absoluten Top-Produkte zeigen oder die Produkte, die ich total schlecht fand. Dazwischen zeige ich euch ja in solchen Aufgebraucht-Videos die Produkte nicht, nur die ich eben total gut fand oder eben total schlecht. Da fangen wir gleich mal an mit einem mega coolen, leckeren Produkt. Mit diesem hier von Mevolis, diesen Molkeriegel in Vanille. Ich dachte eigentlich, mir wäre Vanillegeschmack immer zu lame, aber ich habe zweimal sogar diesen Riegel aufgefuttert in kürzester Zeit, weil den kann ich euch richtig empfehlen. Der ist so, so lecker, einfach für kleines Geld. Dann hat meine Partnerin eine Zahncreme von Parodontax aufgebraucht, diese hier nämlich. Mit Fluorid nimmt sie immer, die kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr Zahnfleischbluten habt, das verringert wirklich ein bisschen, ja, dass euer Zahnfleisch sich ja einfach entzündet und dann blutet. Da hat sie sehr gute Erfahrungen gemacht, seit Jahren damit und sie nimmt die auch immer wieder nach. Die ist sehr salzig, muss ich euch sagen. Da kann es passieren, dass ihr am Anfang denkt, oh Gott, bin ich hier auch in der See, also in der Nordsee oder Ostsee. Aber man gewöhnt sich wirklich an den Geschmack und dann kann man das auch gut verwenden, die Zahncreme. Dann habe ich ein dekoratives Kosmetikprodukt, was ich euch gerne zeigen möchte, was ich aufgebraucht habe. Von Essence, diesen Pro Styler, Make Me Pro heißt der, ihr kennt den ganz sicher. In der Farbbezeichnung 04 Edgy Pros und ich verwende den total gerne. Aber ich habe mir in einem letzten Einkauf beim DM, glaube ich, von Essence auch ein anderes Augenbrauenprodukt mitgenommen. Das finde ich fast noch besser als dieses hier, weil es einen größeren Applikator hat. Ich verlinke euch gerne mal unten das Video, wo ich euch den gezeigt habe in dem Haul. Aber der ist auch wirklich richtig gut, der von Essence hier. Also dieses Eyepro Gel Mascara, den verwende ich super, super gerne. Dann habe ich eine super tolle Maske von Balea Med aufgebraucht. Wow, die muss ich mir unbedingt wieder nachkaufen. Die ist so gut. Ultrasensitive Tuchmaske, beruhigt die Haut, steht hier. Ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Mega gut war die. So meine Haut, die kann ich euch richtig empfehlen, wenn ihr auch sensible Haut habt. Also eigentlich bin ich total pflegeleicht, was meine Haut angeht, aber ich habe zurzeit, man sieht es nicht, es ist auch schon am Abklingen, so einen Ausschlag und auch um hier die Lippe rum, über die Oberlippe rum, so einen Ausschlag bekommen und auch eben im ganzen Kinn. Und da habe ich die gemacht und die tat mir so gut, die hat meine Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt, aber gleichzeitig war sie einfach so mild zu meiner Haut und die konnte ich sogar verwenden, als ich noch ein bisschen den Ausschlag hatte. Dann kann ich euch noch dieses Backofen-Spray hier empfehlen. Ist egal von welcher Marke, wir haben es jetzt von Gut und Günstig, ich glaube von der Edeka Eigenmarke genommen. Das ist jetzt so ein Aktivschaum, eigentlich für den Backofen, aber ihr Lieben, falls ihr Probleme mit eurer Toilette habt, dass die vergilbt ist innen oder Urinstein zu sehr sich festgesetzt hat, dann probiert einfach wirklich mal diesen Backofen-Spray oder diesen Schaum hier. Sprüht es einfach rein, lasst es ein bisschen einwirken und dann schrubbt es einfach mit der Bürste. Und ich sag euch, wenn nichts anderes hilft, das Backofenspray, das rettet euch echt. Das rettet euer Klo. Das macht euch euer Klo wieder richtig sauber. Das kann ich so euch empfehlen. Backofenspray für die Toilette. Ich glaube, ihr Lieben, ich habe heute nur Top-Produkte. Jetzt kommen wir nämlich nur noch, oder ich habe nur noch zwei Produkte. Zu einem Produkt kommen wir jetzt, zu einem Nagel-Correcting-Pen. Man sieht das jetzt schlecht. Der ist von Trend It Up. Und ihr kennt die bestimmt, die Nagelkorrektur-Pinsel. Oder ja, so Applikatoren haben die ja. Der ist schon richtig verschlottert, seht ihr. Wenn man eben seinen Nagellack aufgegeben hat und dann einfach geschlampert hat und dann, ja. Und hier hinten sind eigentlich noch drei Ersatzspitzen drin, die habe ich aber auch aufgebraucht schon natürlich. Deswegen ist der auch in diesem Video mit drin, dieses kleine, süß, naja,
Naja, aber manche riechen tatsächlich nach etwas, nach Kirsche hatte ich schon mal vor ein paar Jahren, aber der riecht nur nach Aceton. Und ja, also dieses Schätzelein kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr da auch nicht so der Pro seid, was das Lackieren von euren Nägeln betrifft. Und dann kommen wir zu einem Helferlein für die Fersen von Compeed, diesen Fersenschutz. Ihr kennt die bestimmt. Der ist jetzt auch leer geworden. Für meine Ballerinas im Sommer brauche ich immer mal so einen Schutz einfach, sonst reiben die. Und von Compeed, von dieser Marke, es war echt schweineteuer, finde ich, für wenig, was man an Inhalt bekommt. Aber dafür halten die wirklich gut, im Gegensatz zu den alten Marken von Isana und Balea, glaube ich, habe ich auch schon probiert. Und die kann man echt vergessen, die halten gar nichts. Also die kann ich euch nicht empfehlen, zumindest bei mir. Ist ja auch immer Typsache, ne? Ja, ihr Lieben, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vergesst dem Video nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das sehr, sehr gerne tun, indem du unten auf den roten Abonnier-Button drückst. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Bis in ein paar Tagen und da sehen wir uns auch schon wieder. Ciao!